Es ist November geworden, und zwar der 7. November. Das bedeutet, heute in 2 Monaten ist der Tag, wo wir das Schiff, also die Queen Anne, betreten werden. Ja, der Countdown läuft und wie gesagt, der Zeitpunkt rückt immer näher und immer näher. Inzwischen haben sich auch wieder neue aufregende Dinge ergeben, und zwar haben wir eine Routenänderung erfahren. Und zwar war ursprünglich vorgesehen, der Hafen auf den ABC-Inseln, und zwar Aruba. Da hatten wir ja so eine tolle James-Bond-Tour geplant, so mit solchen Wasserschlitten, wo man so durchs Wasser gezogen wird. Das wird es also jetzt nicht werden. Und wir haben stattdessen 2 Häfen bekommen dazu, und zwar einmal Miami. Gute Sache, waren wir noch nicht. Aruba kannten wir ja schon, also von daher ist Miami wirklich in Ordnung. Und Cartagena in Kolumbien, wo wir auch inzwischen schon einen Ausflug gebucht haben. Und also ist auch ganz problemlos gewesen, der Ausflug, den wir für Aruba gebucht hatten. Das hat Cunard auch umgehend sofort wieder auf das Kreditkartenkonto zurückgebucht. Und wir haben dann inzwischen was Neues gebucht in Cartagena. Und dann noch zusätzlich in Afrika eine zusätzliche Safari. Es ist halt eben so, dass in diesen Ländern nicht solche Kulturdenkmäler wie in Europa zum Beispiel vorhanden sind oder wie in Mexiko. Und dass man dann also entweder auf Touren über Land gehen kann. Und das ist genau das, was wir jetzt geplant haben, und haben da eine weitere Safari geplant und haben also festgestellt, wir haben eine ganze Menge wirklich auf dieser Reise mit Tieren geplant. Und dann sind so im Großen und Ganzen sind jetzt noch 4, 5 Häfen, wo wir Ausflüge buchen müssen. Und dann sind wir mit dem Ganzen durch. Wir tragen uns auch mit dem Gedanken am Abend, wenn wir in Sydney über Nacht sind, da in die Oper von Sydney zu gehen. Da läuft der Barbier von Sevilla in einer moderneren Aufführung. Aber da ins Opernhaus zu gehen, ist natürlich was ganz Besonderes. Aber das lassen wir uns noch ein bisschen offen. Und zwar, man weiß ja nicht, falls es doch mal wieder zu irgendeiner Änderung geht, dann haben wir da irgendwelche Karten gebucht, die wir nicht nutzen können. Und das soll halt eben nicht so sein. Und deshalb werden wir das drauf ankommen lassen und dann vor Ort versuchen, da eben Karten zu bekommen. Ja, ansonsten, das nächste ist jetzt, dass wir unsere Reiseapotheken zusammenstellen und zusammenstellen, was wir an Kosmetika für unseren Urlaub brauchen. Das ist ja auch wichtig, dass man einfach mal einschätzt, wie viel Deos muss man mitnehmen, wie viel Tuben Zahncreme muss man für die Zeit mitnehmen und so weiter und so weiter. All die wichtigen Dinge zusammenstellen, damit man hinterher kurz vor knapp nichts vergisst. Die entsprechende Menge an Kontaktlinsenflüssigkeit, also zum Beispiel für mich. Dann Sonnenschutzmittel haben wir gesagt, am besten vor Ort kaufen. Die Australier werden wahrscheinlich ihr eigenes Zeug haben, was man dann gut anwendet und auch vielleicht auf die klimatischen Bedingungen dann vor Ort dort ausgerichtet ist. Und diese Planungen werden jetzt als nächstes kommen. Dann müssen wir auch einfach mal abchecken, was wir an Dollar brauchen für die ganze Zeit. Denn viele auf dem Schiff, also ich sag mal, man wird schon das ein oder andere Trinkgeld mal zwischendurch geben wollen, und da braucht man dann auch ein paar kleine Scheine in Dollar, die man dann entsprechend ans Personal bringt. Und das sind so die Überlegungen, die jetzt im Moment laufen. Ich weiß nicht, ob ich schon darüber berichtet habe. Auf jeden Fall ist jetzt unsere Postumleitung eingerichtet. Also ab 3. Januar alles, was an Post kommt, das wird dann nach Oberhausen zur Schwägerin weitergeleitet, die dann die Übersicht hat, was dann gemacht werden muss. Denn es können ja auch immer mal Rechnungen kommen, die man dann während so einer Reise anweisen muss, was ja Gott sei Dank heutzutage überhaupt kein Problem ist, wenn man dann vom anderen Ende der Welt in seine Konten im Electronic Banking kommt. Also das sind Sachen, die dann beachtet werden müssen. Ja, und der Rest, der halt eben nicht mit der Bundespost kommt, da muss dann eben ein Nachbar schauen. Da haben wir auch schon jemanden am Start, der sich darum kümmert, der dann auch die entsprechenden Schlüssel hat. Und damit werden wir auch klären, dass vielleicht einmal in der Woche, wenn die Toilette nachgespült wird,
Damit sich da nichts drin sammelt und so weiter und so weiter. Also das sind schon Dinge, die beachtet werden müssen. Dann werden wir auch im Laufe des Monats Checklisten anlegen. Also Checklisten, wie gesagt, hatte ich ja so eben schon gesagt, mit den Kosmetika, die gebraucht werden und auch die Dinge, die unbedingt mit müssen. Und dann drittens, was halt eben noch so dringend am Abreisetag erledigt werden muss. Es fängt an mit Wasser abdrehen hier und da und dort und dass man dann einfach hinterher nichts vergisst, nicht, dass irgendwelche Geräte auf Standby stehen, wo man dann 4 Monate Standby für bezahlt und dann einfach unnötig dann Geld dafür ausgibt. Das ist ja auch nicht nötig. Ja, das soll es auf jeden Fall für heute gewesen sein. Ich wünsche ein fröhliches Ahoi in die Runde und sage dann bis Anfang Dezember.